Hallöchen allerseits und willkommen zu einer neuen Daddlezeit mit RimWorld und einem Elefanten, den wir neu dabei haben. Ja, 6 Jahre alt, der hat noch ein paar Jahre zu leben. Ich glaube, die durchschnittliche Lebenserwartung oder so der Elefanten beträgt 50 Jahre oder so. Kann man das hier irgendwie sehen? Mal kurz gucken. Kann ich hier die Lebenserwartung sehen? Das ist eine gute Frage. Ich glaube nicht. Vielleicht hier? Nee, auch nicht wirklich. Na gut. Hat auch die 6 Jahre erst vor kurzem erreicht. Ich erinnere mich noch ganz gut daran auch, dass der anfangs als 5 Jahre noch angegeben war. Und ich bin mega, mega happy, dass wir hier so einen kleinen grauen Dick heute haben. Zusätzlich zu unserer Bumalope natürlich. Über die freue ich mich auch noch immer megamäßig. Aber der Dick heute ist natürlich nochmal eine ganz andere Geschichte. Und sorry, dass ich hier so ins Mikrofon puste. Aber ich habe gerade gemerkt, wir haben hier eigentlich mehr als genug Holz, dass ich mir auch mal hier ein paar neue Stühle eigentlich leisten kann. So 1, 2, 3, 4 davon. Wie viel Stoff haben wir überhaupt? Wenn wir schon mal dabei sind. Stoff 375, Teufelsgarn 300. Jo, dann baue ich mal. ich könnte sogar als... Nein, aus Teufelsgarn mache ich keine Tierbetten. Nicht wirklich. Aber ich kann hier mal so 3 Stück hinpflanzen. Das passt schon irgendwie. Oi, Ambrosia-Sträuche. Ich glaube, ich mache mal Sicherheitsmaßnahme. So, das bleibt auch mal schön aus hier. Andererseits sind natürlich auch ganz praktische Transporttiere. Zumindest der Elefant auf jeden Fall. Aber ich möchte nicht, dass hier die Tiere sich berauschen und am Ende laufen die amok, weil die so voll im Rausch sind. Das wäre eher weniger zielführend, habe ich den Eindruck. Speisen haben wir ein paar mehr, joa. Ja, wenn das erreicht ist, können wir ja hier mal die leckeren Mahlzeiten angehen. Und die wiederholen wir, bis wir hier, sag schon. Bis wir... Ach, 60... Da kommen 60 Stück. Schaffen wir schon irgendwie. Dann wäre nämlich auch das Jagen endlich relevant. Und das ist gar nicht mal so doof. Der Knüppel ist... Was für eine Qualität hat der gute Knüppel denn? Eine nicht vorhandene Qualität ist auch eine Qualität. Ja, der Elefant will auch mal ein bisschen hier durch die engen Gänge. Also wie so ein Porzellanladen. Oh hey, warum nicht, wenn der sich wohlfühlt? Das ist doch das Wichtigste. Irgendwo wird hier gebaut. Oder so ähnlich. Ach da, Anki baut die Stühle. Ja, habe ich doch richtig gehört, dass hier ein bisschen rumgewerkelt wird. Aber ansonsten können wir mal hier pausieren. Genau, Anki will sich auch mal schlafen legen. Zur Dönerfrikadelle. Genießt euer Bett, macht Liebe. Oh, die machen wirklich Liebe. Und mehret euch fleißig, auch wenn das nicht technisch geht im Spiel. Aber vielleicht kommt das ja noch. Oder ich hau irgendwann die Pregnancy-Mod rein. Man weiß es nicht. Erstmal hätte ich ja ganz gerne überhaupt... Grau hat, glaube ich, sonst keine Hobbys, oder? 1 Uhr und Grau ist hier so... Ach, ich baue mal hier ein paar... Baue... Seit wann baut man Speisen? Erkenne den Fehler. Oh, ein paar Reisende sind auch unterwegs. Ja, warum nicht? So, hier haben wir noch immer ein bisschen... Nee, wir haben keine Kartoffeln oder so rumliegen. Das ist alles gut verstaut offenbar. Ah, hier liegen die ja noch teilweise. Okay.
Ist natürlich auch eine Lösung. So, mehr Rauchblatt brauchen wir vorerst nicht. Das stimmt. So, Döner. Was machst du? Ah, trainiert Elefant. Das ist natürlich wichtig. Ja, und jetzt werden die Steine geklöppelt. So muss das sein. Und Enster macht hier handwerklich anderes Zeug. Was für ein guter Handwerker bist du überhaupt? Handwerk, 6. Und dann das teure Teufelsgarn. Ich weiß ja nicht. Das muss nicht gut enden. Gibt es jemand, bei dem ich das lieber hätte? Handwerk. Ja, Dönerfrikadelle kann es besser. Und... Na gut, irgendwie muss der Enster ja auch üben. Ja, dann machst du eben ein bisschen Verschnitt und so. Das ist ja auch nicht schlimm. Wird schon irgendwie hinhauen. So, derweil haben wir hier sogar mal ein Bäumchen. Das wir noch nicht mal abgehakt haben. Das ist schon vollständig ausgewachsen. Manchmal glaubt man es kaum. Wenn man es nicht selbst gesehen hätte. So, das hier ist noch aus Holz tatsächlich. Das müssen wir irgendwann auch mal austauschen. Sonst wird es noch ein dickes Malheur geben. Aber erstmal brauchen wir den Stein, um die Mauer hier zu vollenden. Wenn die vollendet ist, dann können wir sonst was anstellen. Das ist dann scheißegal. Aber vorerst noch nicht. Ja. Da möchte ich doch mal was ändern. Wobei, nö. Lassen wir die Kühltruhe ruhig da und machen noch eine zusätzliche. So, wo haben wir es denn? Möbel. Nein, nicht Möbel, sondern Temperatur. Da haben wir das Ding nämlich. Zack, einmal hier den hinpacken und ach, Lager können wir erst später bestimmen. Na gut. Warten wir damit eben nochmal einen kleinen Moment. Während Döner weiter schön Steine klöppelt, das gefällt mir sehr. Und bald könnten wir auch mal eine Kunstwerkbank machen. So langsam kann man sich das ja mal erlauben. Auch wenn, haben wir überhaupt einen Künstler? Das interessiert mich jetzt mal. Geistige Arbeit. Ja, wenn er denn mal wieder auf dem Damm wäre. Ach, Enster, der kann auch Kunst. Quasi ein Kunsthandwerker. Raven kann auch ein bissele. Aber damit hat er sich dann eigentlich auch schon erschöpft. Okay. Ach, wir sollten vielleicht auch mal langsam wieder... Oh ja, das könnte man eigentlich auch mal angehen. Ja, komm. Wir erhöhen das Tiergebiet mal ein bisschen. Wobei, nee, der Elefant kann eh noch nichts tragen. Das muss ihm ja erst beigebracht werden. Noch ist er ja strunzdoof. Aber hat eine gute trainierbare Intelligenz und die werden wir natürlich ausnutzen. Was hat der Elefant überhaupt schon gelernt? Das ist die Frage. Elefant hat gelernt zu tragen. Wie geht denn das so schnell? Der Tönkawort kann auch retten lernen. Ja, leck mich am Arsch. Oh ja, alleine lösen kann man auch mal irgendwann lernen. Ach nee, das ist nur... Gedingsbumst hier. Ist Gas, ja. Das reicht nämlich aus. Ah, okay. Nee, Rettung brauche ich erstmal nicht. Gehorsam und dann Transport reicht mir völlig aus. Mehr brauchen wir vorerst nicht. Und da sind noch mehr Elefanten. Wollen die auch Teil unserer Kolonie werden? Und das Holz vergammelt auch bald. Na toll. Aber natürlich erst bald.
So, haben wir sonst noch hier irgendwie Dickhäute rum schwirren? Ich hätte noch gerne so einen einzelnen, den ich ausbilden kann. Och, aber erstmal kümmert sich Enster um diese Sachen. Elefanten, wo seid ihr? Da kann man mal so einjagen. Da haben wir... Ein Muffalo wäre auch gar nicht mal so schlecht. Dann hätten wir nämlich auch immer schön Wolle. Und ein weiteres Packtierchen auf jeden Fall. Ich weiß zwar nicht, ob der hier... Kann der auch innerkolonial hier schleppen? Ich weiß das gar nicht. Wo kann man das denn sehen? Da! Da müsste trainierbare Intelligenz... mittelmäßig, ja. Aber kann man auf jeden Fall als Karawanentier beladen. Das kann man auf jeden Fall. So viel weiß ich. So, was können wir denn noch jagen, wenn wir schon dabei sind? Ich meine, im Moment haben wir ja guten Fleischverzehr. Oh, so ein Leguan zum Beispiel. Oh. Jagen wir einen Leguan. So, wie viel Stein? 200 hast du nicht gesehen. Das ist gar nicht mal... Ach, verdammte Scheiße. Lager. Mahlzeiten. Mahlzeit. So, das wird für leckere Mahlzeiten. Nur das Beste. Ja, da wird jetzt mal schön ausgetauscht. So muss das. Boah, dann können wir hier auch bald mal ausbauen, damit wir irgendwie eine Fleischabteilung dran bekommen. Ja, das sieht schon mal gut aus, auf jeden Fall. Fortan wird nur noch geschmaust in unserer Kolonie. Ach, Enster hat sich selbst was gekocht und mitgenommen. Das geht natürlich auch in Ordnung. So, wie viel Milchfüllung? 67%, ja. Da darf bald wieder gemolken werden. Und ich habe hier noch Marmor rumliegen. Das ist natürlich auch so ein No-Go. Ich brauche neue Steine. Ah, da haben wir theoretisch noch welche. Und, ah, hier, ja. Ja, guckt euch mal an. Sandsteinbrocken noch und nöcher. Die nehmen wir natürlich mit. Da kenne ich doch nichts. Oh, wurde hier schon gejagt? Nee, noch nicht. Habe ich überhaupt gerade einen Jäger? Das ist die alles bestimmende Frage. Jagen. Raven. Wenn er nicht gerade auf dem Feld beschäftigt ist oder kocht. Wen kann ich noch jagen schicken? Ich kann jagen schicken. Dönerfrikadelle. Oder sogar Anki. Aber nee, Anki will ich nicht. Ist zu wichtig. Weil auch Hauptärzte... Oder? Anki, du warst doch meine Hauptärztin, ne? Genau. Nee, die Hauptärztin sollte man eigentlich eher fernhalten von solchen Dingen. Das könnte einfach ganz übel enden. Na gut, beschleunigen wir das Ganze mal ein bisschen. Wir wissen ja, hier wird gerade richtig lecker Essen kredenzt. Ich glaube, die 108 werden so schnell erstmal nicht angetastet, weil wir leckere Mahlzeiten haben. Und das hebt natürlich auch wiederum die Stimmung. Und kurzum, alle sind happy, außer er ist nicht ganz so. Aber die sozialen Bindungen, die stimmen auf jeden Fall. Ach, die Stimmung, die geht auch. Hat leckere Mahlzeit gegessen. Mh, yummy. Alter, guckt euch das mal an. 34 leckere Mahlzeiten schon. Ich behaupte einfach mal, dass das kein so schlechter Schnitt ist. Wie sieht's hier aus? Aufgaben. 3 Hemden. Wurde eins schon genäht? Ja, ich glaube, Döner trägt schon, oder? Muss ich mal kurz angucken. Ja, Teufelsgarn-Kragenhemd. Yippie! Steht hier irgendwo was? Verdeckt. Oberkörper, linke Schulter, linker Arm, rechte Schulter, rechter Arm. Perfekt. Ist zwar schäbig, aber hey. Gut aussehend und mit Knöpfen. Was wollen wir mehr? Und der Marktwert, der stimmt ja eigentlich auch.
Attraktivität, ja, oh, minus 4. Naja, es ist nicht schön, aber selten. Oh, wo kann man sehen, wie viel, da, Rüstungsschutz, Sticht, 10,1%. Oh, besser als nix, ne? Schmetter 7,3. Mal so als Vergleich. Tau hat hier ja, glaube ich, was anderes. Aus Syngarn. Syngarn dürfte auch nicht so ein schlechtes Material sein. Und hier Schmetter weniger, Stich weniger und nur linke Schulter, rechte Schulter. Von daher kann ich sehr gut mit leben. Trefferpunkte 37 von 100. Ja, da weiß ich nicht, ob da Unterschied ist oder was das überhaupt ausmacht. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, Teufelsgarn ist schon teuflisch gutes Zeug auf jeden Fall. Und dass es so eine Langarmhemden sind, das macht das natürlich nochmal viel, viel besser. Eieiei, Enster macht kräftig weiter, draußen regnet und gewittert ist. Und eine Vorratskapsel ist niedergegangen. Mit Kräutermedizin, ja, haben wir ja eigentlich selbst. Das ist ja eigentlich egal. Und Raven jagt mal, das ist doch auch schön. Wollen wir doch so. Das Mistviech muss nur erstmal sterben. Und dafür muss es öfter getroffen werden. Ah. Und eine Mechanikwerkbank für Waffen können wir auch langsam bauen, oder? Ja komm, wir haben... Wie viel haben wir denn hier? Wo ist das denn? Da, zwei... Ach, komm. Mechanikwerkbank wird gebaut. Boah, das kann auch... Doof, das Ganze hier. Dönerfrikadelle, du darfst gleich weiter Steine klöppeln, habe ich den Eindruck. Ja, erstmal isst du die leckere Mahlzeit und dann gehst du hier mal dran. Baut komprimierten Stahl ab? Ich glaube nicht. Du baust erstmal hier Steinchen, damit wir Mauer vollenden können und dann... Wobei, scheiße auf die Mauer. Sandsteinblöcke. Ja, machen wir hier mal weiter. Tür. Ja, die machen wir auch mal hier aus. Was haben wir denn noch so? Schiefer-Sandstein. Hey. Werdet ihr mal ruhig sein? Wo ist denn hier der Blitz eingeschlagen? Ich habe keine Ahnung. Egal. So, was sagen denn hier die Pilze? 40% gewachsen. Da geht auf jeden Fall noch mehr. 14%. Ja. Da ist noch ganz viel Luft nach oben. Ach, da muss irgendwas eingeschlagen sein, wenn ich die Reparaturstelle sehe. Interessant auf jeden Fall. Und wenn wir dann schon dabei sind, können wir auch die Mechanikwerkbank auf jeden Fall bauen. Wo packe ich die am besten hin? Na komm, mache ich die da hin. Und dann baue ich... Gute Frage, nächste Frage. Eine Tür möchte ich bauen. Aus Sandstein, genau. Die kommt... Na, eigentlich eher hier hin. Na komm, das geht schon. Denn die Nähmaschine, die wird auch noch weiter wandern, auf jeden Fall. Haben wir überhaupt Strom? Ja, hier haben wir richtig Stromversorgung. Das reicht voll und ganz aus. Da ist noch immer eine Herde Elefanten. Wobei die Herde mir fast schon zu viel ist. Da brennt es noch ein bisschen. Okay. Und Grau... Achso, ich dachte, Grau trägt hier ein bisschen Stahl. Aber Pustekuchen ist nicht.
Oi, ja, kaum sagt man dem Döner, dass er hier arbeiten soll, haben wir ein paar Steinchen mehr. Oh, Döner muss selbst holen gehen. Das ist natürlich nicht so dolle. Wo ist End der gerade? Ach komm. Da können wir ihm noch mal ein paar Aufgaben geben. Oder Tau. Oder... Ach, da haben wir die Tragbahn. ja. So, der trägt erstmal ein paar Steine. Das kann hoffentlich gut. Denn ohne Steine kann Döner auch nicht arbeiten. Kritischer Alarm, Feuer, ja, Hauptsache es wird niemand getroffen. Ambrosia-Exzess. Enster, der Folterer, gibt sich der Droge Ambrosia hin. Na, das ist doch schön. Hauptsache einer freut sich. Oh, ich dachte schon, der geht da hin, um Dönerfrikadelle einen runterzuhauen. Zum Glück nicht. Was macht er da? Keine Ahnung, was er macht. Irgendwas macht er auf jeden Fall. Grau schläft schon wieder. Na schön. Dann gucken wir mal, wie weit können wir die Mauer jetzt weiterziehen. Sandsteinwand hier hin, ja. Das geht auch. Och, da fehlt ja echt nicht mehr viel. Ich freue mich schon auf das fertige Ergebnis. Ich glaube, das wird ein schönes Fest hier. So, aber apropos Fest, es war mir auch ein Fest, diese Folge wieder für euch zu machen. Aber wir beenden für heute und sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn wir hier Dinge tun. Unter anderem können wir hier in der Mechanikwerkbank irgendwas herstellen, eine Waffe oder so. Das klingt nach einer guten Idee, werden wir angehen. Bis dahin, ciao, ciao.